Ich glaube, was man jetzt nur noch tun kann, ist diesen unfassbar dichten und vollen Tag, der mit, ja, auf ganz viele verschiedene Themen geschaut hat, zusammenzuführen und vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle zu ergänzen, wo notwendig. Und weil wir das alleine gar nicht schaffen könnten, haben wir jetzt einfach ein ganzes Team auf der Bühne, die versuchen werden, all die Dinge, die wir heute über die Zukunft der Arbeit angesprochen haben und noch ein paar mehr, zusammenzubringen und auch gemeinsam mit euch nochmal wirklich sozusagen interaktiv, partizipativ aufzubohren und in ein brodelndes Etwas zu kochen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt Katrin anmoderieren darf. Katrin Haug ist Geschäftsführerin von Deloitte Digital und hat, wie gesagt, eine halbe Fußballmannschaft mitgebracht. Deshalb gilt euch ein besonders großer Applaus. Und die Bühne ist eure. Habe ich nur noch den Klicker. Vielen herzlichen Dank, lieber Lars. Hallo zusammen. Der Tag war awesome bis jetzt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte euch kurz auf eine kleine Reise mitnehmen. Lars hat es angekündigt, wir sind ein paar mehr, die euch mit verschiedenen kleinen Impulsen zu dem Thema, was ist für uns the future of work und wann ist es eigentlich awesome, ja, mitnehmen wollen. Also how do we create an awesome future of work? Kleine Impulse von verschiedenen Perspektiven, da wollen wir jetzt einsteigen und euch Anregungen zu neuen Gedanken geben. The future of work is awesome if we all learn how to play the ecosystem. Technologieveränderungen in dieser exponentiellen Form, die wir heute sehen, Cross-Industry-Innovation, unsere fester Glaube ist, das funktioniert nur noch über Vernetzung. Kein Unternehmen schafft es alleine, sich so aufzustellen, dass alle Technologieveränderungen, alles das, was notwendig ist für die Verlängerung des Geschäftskonzeptes, im Unternehmen selbst und mit eigenen Ressourcen aufgebaut werden kann. Das funktioniert nur, wenn man das anzapft, was es am Markt gibt. Wir haben schon interessante Zahlen, dass wir Network Orchestrator heute, wenn man sie pauschal betrachtet, 8-mal wertvoller sind als Asset Builder und auch 4-mal wertvoller als Service Companies und auch wesentlich sozusagen vom Gewinn und vom Ertrag her wirtschaftlicher als Technologiefirmen. Die Frage, was ist, war, woher kommt das, warum ist das so, wie machen wir das? Diese Themen sind vielfach diskutiert. Und wir kennen die Sachen mit Plattform Economy, mit dem Wert von Gig Economy und ähnliches. Und ich will euch ein paar Aspekte diesbezüglich gerade in dem Zusammenhang vorstellen. Was ist Vernetzung und wo kann man sich öffnen? Das ist ja nicht nur die Frage, wie öffne ich mich gegenüber Startups als Corporates oder die Frage, wie schaffe ich es eigentlich in der Gig Economy, die besten Leute an Bord zu kriegen, die vielleicht nicht auf meiner Payroll sind. Sondern das hat auch was zu tun mit Vernetzung intern. Wie finde ich die besten kreativen Mitarbeiter, die vielleicht das an Potenzial noch gar nicht zeigen, was sie in ihrem Job 9 to 5 in der Aufgabe, die sie haben, heute darstellen. Sehr viele verschiedene Aspekte. Wenn wir auf die Wertschöpfung schauen, dann ist es so, wie gesagt, ich sagte schon, Platform Economy ist überall diskutiert. Immer noch hochaktuell, nicht? Wenn ihr ein Geschäftskonzept anschaut wie Shapeways, die sozusagen 3D-Druckkapazitäten zusammenbringen mit 3D-Druckbedarf, weder die 3D-Drucker haben, noch wirklich den Vertrieb in die Fläche hinaus aufsetzen müssen und trotzdem als Spinne im Netz wunderbar ein Geschäftskonzept, was sehr Hochwertiges aufbauen, dann sieht man, wo da die Kraft steckt von diesem Leveraging Assets und ein Konzept wie Nest, ist euch wahrscheinlich auch bekannt, als Smart Thermostat, auf einmal ein ganzes Ökosystem von Smart Home Lösungen vernetzt, indem man irgendwie von Smart Light bis Baby Watch Anwendungen zusammenfindet, die plötzlich eine Lösung darstellen und nicht nur ein einziges Produkt und eine Anwendung für ein Unternehmen an den Kunden. Und in Lösungssystemen denken, das ist das, was wir sehen, was notwendig ist. Wie kann ich nach vorne und nach hinten die Wertschöpfung verändern und wie kann ich die vernetzen mit den Services und der Expertise, die es im Markt sonst noch gibt. Crowdsourcing als schon sehr altes Thema und die Bemühungen in Social Media sozusagen Empfehlungsprozesse zu leveragen, sind ja auch überall vorhanden. Aber eigentlich ist es noch viel mehr. Wenn man sieht, dass Lego Produkte mit seinen Produkten, mit seinen Kunden entwickelt und wirklich in Editionen auf den Markt kommt, die nie und nimmer in irgendeiner Entwicklungsabteilung hätten geschaffen werden können, ja, dann sieht man, dass hier doch ein Unterschied besteht und eine große Möglichkeit, hier was Neues zu leveragen und was Neues aufzubauen. Und dass wir mit Waze, auch ein altes Beispiel, aber immer noch das aktuellste Routing-Programm auf dem Markt haben, weil es crowd-based ist. Weil jeden Tag die einzelnen Nutzer die Informationen
Informationen digitalisieren und das Routing digitalisieren und die Verkehrsinformationen einbringen, die man über die Crowd sonst anders gar nicht leveragen kann. Ein sehr, sehr, sehr super spannendes Beispiel finde ich auch Part-Time Scientist. Der eine und andere kennt es vielleicht von euch. Berliner Startup, die irgendwie die große Ziel ausgeschrieben von Google X, unbemannte Raumfahrt zu realisieren. It's not rocket science, ist in dem Fall nicht angebracht, ja. In diesem Wettbewerb part-time, also mit Experten around the world, etwas aufgesetzt haben, was ihnen ermöglicht, nächstes Jahr diese Mondmission wirklich zu realisieren, wo man sagt, wow, das ist sozusagen eigentlich etwas, wo man denkt, mit großen Forschungsgeldern in Instituten staatlich gefördert, ist sowas realisierbar. Nein, sowas ist auch realisierbar, wenn man es in einem Expertennetzwerk around the world aufsetzt und mit den Leuten, die eine Vision folgen, auch wirklich als Projekt realisiert. Kommen wir zu dem Thema Work. The best people do not always work in your company. In der Tat, und die Frage ist, wie assoziiert man dann die anderen? Wir haben heute schon die Zahl, dass 38% worldwide in Freelancer- und Gig-Economy-Strukturen arbeiten. Und ich bin mir sehr bewusst, dass es da eine Diskussion geben muss, was sind das für Konsequenzen für Mitarbeiter, die außerhalb von festen Arbeitsverhältnissen tätig sind. Aber es ist auch ein unglaublicher Wert von Kreativität und Flexibilität, der hier zusammengebracht werden kann. Man prognostiziert in den USA, dass 2025 58% der Workforce nicht mehr fest angestellt sein wird. Und damit die Frage, wie findet man als Unternehmen eigentlich diese Mitarbeiter? Wie wählt man sie aus, wenn ich nach normalen CV und Arbeitsverhältnissen und auch hier, und darauf wird mein Kollege Udo noch eingehen, ist Skillmanagement der Zukunft ja ein großes Thema, womit sich Unternehmen zusammen auseinandersetzen müssen, um in diesen flexiblen, offenen Teams zukünftig arbeiten zu können. Kommen wir zur Innovation. 75% von disruptiven Produktinnovationen sind heute schon inspiriert und angeleitet von externer Cross-Industry-Mechaniken und Inspirationen. Ist ja auch logisch, nicht? Man kann ja sehr schwierig, wir kennen das alles als Innovator-Dilemma, man kann sehr schwierig das, was man immer gedacht hat, plötzlich völlig anders denken und out of the box etwas entwickeln, was außerhalb der Prozesse, der Geschäftsmodelle in die Zukunft als neues Potenzial entwickelbar ist. Das funktioniert nur, wenn Sie diverse Groups zusammenbringen, völlig unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Technologie-Background und dann etwas aufsetzen, was Innovation ermöglicht. Wir sehen diese hunderte von Startup-Hubs hier in Berlin und es gibt es in allen Städten. Wenn Sie sich mal umhören und Sie haben vielleicht selbst das eine oder andere, sind viele Unternehmen nicht zufrieden mit den Ergebnissen. Ja? Warum ist das so? Können wir das einfach jetzt aufhören? Brauchen wir uns nicht mehr mit Startup vernetzen? Ganz bestimmt nicht, weil das Geschäftsmodell von Startup-Innovationen auf der grünen Wiese, außerhalb von Legacy-Systemen, mit einfach einer kleineren, agileren Struktur, wird lange, lange Zeit Treiber von Innovation bleiben. Und es ist notwendig als Unternehmen, sich mit dieser Kraft zu vernetzen. Und das ist meine letzte Aussage, Großdenken. Ja? Großdenken ist das Ziel, Moonshot-Thinking, weil wenn man schon klein denkt, schafft man keine großen Moves in den bestehenden Prozessen und auch das ist nur möglich, wenn man sich mit Menschen und mit Expertise vernetzt, die anders denken als in den eigenen Strukturen. Deswegen ist die feste Überzeugung von mir und von uns, Orchestrating and Curating ein Ökosystem wird der Wettbewerbsvorteil der Zukunft sein. Und alle wissen in den Organisationen, wie schwierig es ist, dies Teil für Teil und Schritt für Schritt anzubinden und Organisationssysteme zu vernetzen. Wie das technologisch besser passen kann, werde ich jetzt hier an meine Kollegin weitergeben, die euch in das Thema Blockchain ein bisschen entführt. Vielen Dank. Ja. Kleine musikalische Unterstützung. Genau. The future of work is awesome if the blockchain works without chains. Also wenn die Blockchain tatsächlich funktioniert. Jetzt komme ich mit einem Buzzword um die Ecke, Blockchain. Das ist schon ein, zwei Mal gefallen heute. Um Gottes Willen, was ist denn Blockchain eigentlich? Also man hört viel in den Medien über Blockchain, man liest über Bitcoin. Versteht es eigentlich irgendjemand so richtig und wie wird sich das eigentlich auswirken auf unseren Alltag und auf unsere Art und Weise, wie wir auch arbeiten zusammen?
Ich will jetzt keinen technischen Deep Dive in die Blockchain geben, aber so viel: Blockchain ist eine Technologie, die es ermöglicht, Vertrauen zwischen zwei Parteien zu schaffen, die sich eigentlich nicht kennen. Das klassische Beispiel ist eine Finanztransaktion. Also wenn wir uns zum Beispiel gegenseitig Geld überweisen wollen, ist die Bank dazwischen, die sozusagen feststellt, haben wir so viel Geld? Ist es richtig, dass wir uns Geld überweisen wollen? Und dürfen wir das auch? Und dann den Prozess natürlich auch durchführt. Also Blockchain schafft es also, dass wir uns Geld überweisen können, ohne dass eine Bank dazwischen steht, und sichert das technologisch ab. Was bedeutet das jetzt für die Welt der Arbeit? Unsere Vision ist, dass Blockchain die Technologie dafür bietet, von einem Pipeline zu einem Netzwerkbusiness zu gehen. Das bedeutet also die Art und Weise, wie wir zusammen arbeiten und wie wir Geschäfte machen, dass die sich komplett ändern wird, hin zu einem, wie Katrin schon sagte, Ökosystemmodell. Pipeline, was ist das eigentlich? Wenn man sich, eigentlich ist das, wie wir uns Geschäfte heutzutage vorstellen. Es gibt ein Unternehmen, die produzieren Werte, es gibt Konsumenten, die konsumieren die. Im Beispiel Medien zum Beispiel haben wir wahrscheinlich Journalisten, Redakteure, die setzen sich zusammen, die überlegen sich, was wollen unsere Zuschauer vielleicht sehen. Die formulieren dann einen Artikel oder eine Fernsehsendung, ein Format, veröffentlichen das. Und die Konsumenten konsumieren das dann. Also es gibt eigentlich eine relativ klare Trennung zwischen Konsumenten und Produzenten. Heute sehen wir schon, es kann auch anders funktionieren. Es gibt sowas, das nennt sich YouTube. Da kann eigentlich jeder, das kennen wir, ein Video hochladen und den anderen Nutzern zur Verfügung stellen. Also da verschwimmen schon ein bisschen so die Grenzen zwischen Konsument und Produzent. Das ist natürlich super, denn YouTube bietet eine riesengroße Plattform für alle Creator, die da draußen sind, und bringt da viele Menschen einfach zusammen. Andererseits wissen wir auch, Plattformen, das hat auch ein paar Nachteile. Also zum Beispiel, wenn wir in YouTube anschauen, welche Plattformen gibt es denn sonst noch? Plattformen bündeln diesen ganzen Markt auf sich selbst und haben sozusagen auch eine Monopolstellung. Das heißt, wenn jetzt YouTube zum Beispiel die Richtlinien ändert, wie sie Werbeeinnahmen verteilen, dann müssen sich auch alle beugen. Und auch die Unternehmen, die mit YouTube zusammenarbeiten, müssen sich dann beugen. Wie funktioniert das also, dass YouTube funktioniert, ohne dass wir YouTube haben? Und da kommt die Blockchain ins Spiel. Nochmal zur Erinnerung, die Blockchain schafft Vertrauen zwischen zwei Individuen oder Instanzen, die zusammen handeln wollen und Geschäfte betreiben wollen, ohne dass ein Intermediär dazwischen steht. Um beim Medienbeispiel zu bleiben, wie kann das also aussehen? Zum Beispiel jemand, der sein Video aktuell auf YouTube hochlädt, könnte eine Transaktionsgebühr für sein Video verlangen, on his own terms sozusagen, er könnte das selbst bestimmen. Und jeder, der das Video dann anschaut, müsste diese Transaktionsgebühr zahlen. Aber nicht nur der Content Creator hätte diesen Wert in dem Ökosystem, sondern auch der Mensch, der sich das Video dann anschaut. Also zum Beispiel könnte der Zuschauer incentiviert werden, die Qualität des Videos zu bewerten und dafür auch einen Gegenwert bekommen. Da gibt es auch Konzepte dafür, zum Beispiel im Bereich Fake News, dass so statt wie Facebook es macht, mit einer zentralen Kontrollinstanz, das sozusagen auf die Schwarmintelligenz und auf die Crowd outgesourced werden kann. Das klingt ja super, aber wann wird das denn Realität? Es gibt schon super viele Ideen in ganz verschiedenen Industrien, ob das jetzt die Nachverfolgung von Konsumgütern ist oder wir haben es auch schon gehört, die Neuausrichtung von Handelsketten oder unternehmensinterne Verrechnungsprozesse. Es gibt ganz viele Ideen im Blockchain-Bereich und viele Unternehmen arbeiten auch schon an Proof of Concepts und an Prototypen, um das weiterzuentwickeln. Der Status von Blockchain jetzt wird oft verglichen mit dem Internet, wie es in den 90ern war. Also wir werden sehen, wo die Reise hinführt. Ich glaube aber, dass die Idee der Dezentralisierung wirklich einen großen Impact hat auf die Art und Weise, wie wir Geschäfte betreiben. Aber wie wir mit der Unsicherheit umgehen können, erzählt uns Anina. Ja,
Mein Name ist Anina Lux und ich bin Consultant bei Strategic Risk bei Deloitte. Und wenn ich diesen Vortrag jetzt vor 5 Jahren gehalten hätte, dann wäre die Vorstellung jetzt auch vorbei. Und schon alleine der Fakt, dass dem nicht so ist, ist eigentlich unglaublich aussagekräftig darüber, wie sich die Arbeit entwickelt. Weil heute bin ich nicht nur Consultant, sondern nebenbei Szenarioanalystin, Windkanaltechnikerin, Unsicherheitskuratorin und KI-Kindergärtnerin mit gelegentlichen Nebentätigkeiten als Lego-Architektin und Bastelmeisterin. Zusätzlich arbeite ich als Politikwissenschaftlerin in einem Team mit Juristen, mit Astrophysikern, mit Hackern, mit BWLern und mit allen möglichen anderen Experten zusammen, mit denen zusammen ich meine verschiedenen Tätigkeiten nachgehe. Das sagt eigentlich schon sehr, sehr viel darüber aus, wie sich das Feld der Arbeit aktuell verändert. Und am sichtbarsten ist das für mich persönlich in der Szenarioanalyse auch mit. Szenarioanalyse, was ist das? Letztendlich erzählen wir Geschichten der Zukunft. Die erste Reaktion, die ich darauf normalerweise kriege, ist, cool, Glaskugel, was sagt denn die Zukunft? Das machen wir nicht. Wir sagen nicht die Zukunft vorher und wir sitzen nicht irgendwo in einem dunklen Raum und analysieren irgendwas und kommen dann mit dem, was die Zukunft bringt, wieder da heraus. Szenarioanalyse ist eine sehr, sehr akademische Methode, die eigentlich ursprünglich aus dem militärischen Bereich kommt und in den letzten Jahren unglaublich viel gewonnen hat, auch in Businessbereichen und in ganz verschiedenen Thematiken, weil wir dadurch nämlich eine Sache erreichen können, Unsicherheiten zu erfassen und Komplexität zu reduzieren. Das Ganze basiert auf sogenannten Treibern, Zukunftstreibern, also Faktoren, die die Zukunft beeinflussen können oder werden. Und anhand von diesen Treibern versuchen wir, durch alle möglichen Faktoren, die wir heute auch vielleicht noch nicht kennen, Trends, die sich gerade erst am entwickeln sind, neue Themen, die gerade erst aufkommen, ein Gesamtbild zu kreieren, was uns dann so ein bisschen Anhalt geben kann, welche möglichen verschiedenen Zukunften es dann geben könnte für verschiedene Themengebiete. Ich habe zwar keine Glaskugel dafür, aber ich habe trotzdem Hilfe. Und zwar durch eine KI, durch eine künstliche Intelligenz, die mich in meiner Recherchetätigkeit unterstützt. In dieser Treiberanalyse, also in der Analyse von den Faktoren, die heute oder in der Zukunft wichtig werden könnten, gibt es unglaublich viele Informationen. Tagtäglich landen die bei uns auf dem Tisch, landen bei uns auf dem Smartphone und wir müssen die irgendwie bewerten. Die KI hilft uns dabei, letztendlich diese ganzen Informationen zu erfassen. Und nicht nur zu erfassen, sondern tatsächlich auch zu bewerten in einem Maße, das früher nicht möglich gewesen wäre. Das bedeutet letztendlich für mich, und da ist es wieder aussagekräftig über die Zukunft der Arbeit, dass ich nicht mehr nur eine Analystin bin, sondern letztendlich zur Kuratorin werde. Und mit Hilfe dieses Tools und mit Hilfe dieser neuen Technologien meine Arbeit deutlich effektiver und schneller erledigen kann und viel mehr Zeit habe, letztendlich qualitativ über diese bewerteten Informationen, die ich zusammen mit der KI erarbeiten kann, mit Experten zu reden. Das heißt aber nicht, dass die KI meine Arbeit machen wird irgendwann, denn in der Szenarioanalyse ist es unglaublich wichtig, dass menschliche Intuition, menschliche Erfahrung und die Expertenmeinung mit drin ist. Also wir erarbeiten unsere Szenarien grundsätzlich in einer Kombi aus KI-Rechercheunterstützung und unserer menschlichen Fähigkeit und das wird auch in Zukunft so bleiben. Das Ganze ist noch unglaublich neu und KI steckt auch noch in den Kinderschuhen. Aber was wirklich in meiner Tätigkeit als KI-Kindergärtnerin heute schon sehr, sehr deutlich wird, ist, wie schnell und wie radikal sich das verändert. Also selbst heute schon, und ich arbeite jetzt seit einem Jahr mit dieser KI, merkt man praktisch im täglichen Umgang, wie exponentiell schnell sich die künstliche Intelligenz entwickelt und wie schnell sie dazulernt. Und das alleine schon ist bemerkenswert auch für die Zukunft der Arbeit. Wir haben Szenarien zu ganz verschiedenen Themen schon gemacht, unter anderem zu Future of Work, aber auch zu Themen wie die Zukunft der Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland oder die Cybersicherheitslandschaft in Europa 2035. Und worauf es da letztendlich ankommt, und das ist auch der Kern des gesamten Szenarioanalysekonzepts, ist, diese kritischen Unsicherheiten zu erfassen. Denn das sind tatsächlich die Bausteine, anhand deren wir die Zukunft gestalten können und auch die Zukunft unserer Arbeitswelt gestalten können. Das kann man sich eigentlich wie so ein Riesenpuzzle vorstellen. Jede Information, die wir bekommen, sekündlich auf unser Telefon, die irgendwo in irgendwelchen Datenbanken abgelegt wird, die ist ein Puzzleteil. Und das ist jetzt kein 1000-Teile-Puzzle, sondern das ist natürlich unglaublich groß, alle Sachen, die überall auf der Welt veröffentlicht werden und zusätzlich dazu noch alle Informationen, die vielleicht gar nicht für uns öffentlich verfügbar sind, sondern irgendwo abgelegt werden.
Die kann ich in verschiedenen Gesamtkompositionen zusammensetzen. Und die Aufgabe der Szenarioanalyse ist es jetzt tatsächlich, diese Informationsstückchen zu nehmen und die in verschiedene Bilder zu bauen. Normalerweise machen wir 4 Bilder davon, also 4 mögliche Szenarien. Nicht mit dem Hintergrund, dass eins von denen dann eintritt, sondern tatsächlich mit dem Hintergedanken, dass wenn wir diese 4 Punkte nehmen, extreme, plausible und relevante Endpunkte nehmen und alles dazwischen dann letztendlich dadurch abdecken, dann können wir uns proaktiv auf die Zukunft einstellen und diese Zukunft aktiv gestalten. Und wenn ich diesen Vortrag jetzt in 30 Jahren halten würde, dann wäre meine Einführung am Anfang wahrscheinlich noch anders ausgefallen. Wie die ausfallen wird, das kann auch die Szenarioanalyse nicht vorhersagen. Wie gesagt, wir machen keine Vorhersagen. Was aber der Kern sein wird, ist, dass sich viele von diesen Unsicherheiten, mit denen wir uns heute beschäftigen, dann sich weiterentwickeln und neue Unsicherheiten dazukommen. Und wie diese Zukunft aussehen wird und ob sie awesome sein wird oder nicht, das hängt letztendlich davon ab, wie wir mit diesen Unsicherheiten umgehen und ob wir es schaffen, dann nicht nur auf diese Unsicherheiten zu reagieren, sondern proaktiv damit umzugehen und unsere Zukunft der Arbeit selber zu gestalten. Denn dann wird die Future of Awesome wirklich awesome sein. Hallo, mein Name ist Anja Schwitz-Axel. Ich bin aus der Deloitte Garage. And the future is awesome. We can create a truly human-centric culture. Wir haben heute schon viel gehört darüber, dass das Hauptthema, was unsere Unternehmen umtreibt, Innovation ist. Und dass technologische Veränderungen dazu führen, dass sich auch unsere Arbeit verändert. Und eine der Hauptfragen, die man sich dabei stellt, ist, welche Arbeit wird denn durch künstliche Intelligenz und durch Roboter ersetzt? Und was man sich dann eigentlich fragen muss, wie definieren wir denn heute Arbeit? Und hauptsächlich definieren wir Arbeit als skalierbare Effizienz. Wie können wir Kosten reduzieren? Wie können wir schneller werden? Wie können wir vielleicht auch Mitarbeiter einsparen? Und wenn das unsere Definition von Arbeit heute ist, dann kann künstliche Intelligenz das und auch Roboter das besser als wir. Also sollten wir uns eher fragen, was können wir denn, was künstliche Intelligenz nicht kann? Und das sind Dinge wie oder Capabilities wie Kreativität, Problemlösungskompetenz, Imaginationskraft, aber auch soziale Faktoren, Empathie. Das sind Dinge, die wir können. Wir können Needs oder Probleme, die Kunden haben, identifizieren und daraus Businessmodelle entwickeln. Und wenn wir dann uns heute angucken, was Unternehmen denken, wer das kann, dann denken viele Unternehmen, das können nur ganz, ganz wenige Mitarbeiter. Wer hier von euch war denn in letzter Zeit mal auf einem Spielplatz? Das sind ziemlich viele. Ich bin auch häufiger auf dem Spielplatz. Ich habe nämlich 3 kleine Kinder. Und zeigt mir mal ein Kind, was nicht kreativ ist, was nicht imaginativ ist und was keine Probleme lösen kann. Es gibt es nicht. Die Frage ist, was ist mit uns passiert? Wir sind in die Schule gegangen. Das Gute daran ist, wir können das alle, wir haben es alle in uns, wir haben es nur sehr, sehr wenig trainiert. Deswegen sollten wir uns fragen, was für eine Kultur brauchen wir denn, um so solche Fähigkeiten zu fördern? Und was ich mir angeschaut habe, ist, wie ist denn überhaupt die Definition von Unternehmenskultur? Wenn man das googelt, findet man super viele Definitionen, aber keine einheitliche. Und eigentlich ist es ja nur so, dass wir, Kultur ist ja, wie wir zusammen Dinge tun in einem Unternehmen. Und das ist auch eigentlich eine Beziehung und ein Verhalten. Also jeder von uns, der sich im Unternehmen irgendwie verhält, trägt zur Kultur des Unternehmens bei. Und das hat auch was damit zu tun, wie Emotionen fließen. Weil immer, wenn 2 Menschen im Austausch sind, dann entstehen Emotionen. Und ja, wie kriege ich das hin? Also wichtig ist, dass die im Unternehmen für die Mitarbeiter klar wird, was ist der Case for Change? Wenn sich so viel ändert, müssen Unternehmen Mitarbeitern zeigen, wie reagieren wir da auf diese Veränderung. Und wichtig ist, dass Mitarbeiter keine Angst haben. Denn wenn wir Angst haben, dann entsteht Stress. Und wenn wir Stress haben, dann reduzieren sich unsere kognitiven Fähigkeiten. Dann können wir nicht mehr so gut denken. Dann können wir auch uns nicht mehr gut erinnern. Und das Schlimmste ist, unsere Sozialkompetenz sinkt. Und das wollen wir eigentlich genau nicht. Purpose. Was ist Purpose? Das hatten wir heute schon ein paar Mal. Es ist quasi nicht die Mission, also was wir tun, sondern warum wir etwas tun, also unsere Motivation, etwas zu tun. Und Studien zeigen, wenn Mitarbeiter sich mit dem Purpose des Unternehmens identifizieren können und verstehen, warum das Unternehmen etwas tut, dass sie einen Sinn in ihrer Arbeit finden, dadurch glücklicher werden und dadurch erfolgreicher werden.
Das dritte ist, changes must be visible. Heute Morgen der Vitra-Kollege, ich glaube, der heißt Raphael, hat ganz cool gesagt, man muss es essen können, man muss es schmecken können. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem grauen, hässlichen Großraumbüro gearbeitet hat. Ich gehöre dazu. Ich glaube nicht, dass das der Ort ist, wo ihr eure kreativen Höchstleistungen erbracht habt. Vielleicht eher in einem Büro wie dem hier. Und als letztes und eigentlich als Wichtigstes ist Sicherheit, Empathie, Empowerment hatten wir heute auch schon als Basis für die Kultur der Zukunft. Denn nur wenn ich sicher bin, wenn ich einen anderen Job mache, wenn ich ein Problem löse und eine Innovation entwickle und ich sicher bin, dass ich eine gleiche Karriere haben kann wie vielleicht in meinem Routinejob, nur dann werde ich das Risiko eingehen, das zu tun und nur dann kann ich einen Wert für das Unternehmen kreieren. Ansonsten werde ich das nicht machen. Zusammenfassend, viele Unternehmen sind da leider heute noch nicht, aber wenn wir es schaffen als Unternehmen, dass wir Sicherheit und auch Empathie als Basis für unsere Kultur nutzen, dann gelingt uns ein interessantes Paradox, denn auf der einen Seite kreieren wir ein Unternehmen, was KI-basiert erfolgreich ist und auf der anderen Seite schaffen wir es, dass wir uns auf die emotionalen und menschlichen Bedürfe unserer Mitarbeiter ausrichten. Und schließen würde ich gerne mit einem Zitat, dass zwischen einem Stimulus und einer Response ein Space ist. Und in diesem Space haben wir die Wahl, wie die Response aussieht. Und jetzt übergebe ich an den Udo, unseren Quotenmann, der das nächste Thema macht. Danke. Danke mir. Vorwärts ist der Kopf, ne? Hallo zusammen, ich bin der Quotenmann. Ihr könnt mich Udo nennen, Udo Bodolf-Spiegelhoff, Leiter die HR Consulting Practice bei Deloitte. Und das Thema, das ich euch mitgebracht habe, ist das hier. In welche Richtung soll ich ihn halten? Da oben hin? The future of work is awesome, wenn wir die Skills richtig hinkriegen, das Skill Management hinkriegen und dabei nicht in den Fehler verfallen, es so zu managen, wie wir die alten Skills in den letzten 30 Jahren entwickelt haben. Das ist eine große Herausforderung, gerade für in den Unternehmen, für die Personalabteilungen. Fangen wir mal an, warum. Wir haben keinen Ton hier, aber was die junge Dame hier, was die junge Dame hier singt mit den ersten Worten, ich weiß, kennt die jemand von euch? Chartstürmerin, Taryn Southern, der Song heißt Break Free, kam von nichts in die Top 20 in den USA. Die erste Zeile lautet, if I could see beyond what I could see, aber deswegen habe ich es gar nicht ausgewählt, obwohl das eigentlich eine gute Metapher wäre für den ganzen Tag, ne? Wenn ich nur wüsste, was um die Ecke kommt. Tatsächlich habe ich das ausgewählt, warum sie den Song nämlich gemacht hat. Sie hat den Song mit einer Software gemacht, die heißt Amber. Wer kennt Amber? Was ist Amber? Eine Artificial Intelligence Software. Jetzt singt sie nochmal so schön. Sie hat mit einer Artificial Intelligence Software das Lied geschrieben. Sie hat nicht gesagt, liebe Software, programmier mir einen Song, sondern sie haben zusammengearbeitet. Und darum geht es eigentlich auch bei Future Skills. Da sind wir voll im Thema drinnen. Future Skills heißt, dass Artificial Intelligence weniger artificial ist, sondern eher, wie es, ich glaube, der Vodafone-Chef gesagt hat in Deutschland, Augmented Intelligence. Das A eher für Augmented Intelligence nutzen. Dinge komplementär zusammen machen. Maschine und Mensch, daraus entstehen komplett neue Dinge. Die Frage ist nur, was muss man können, um das hinzukriegen? Früher war das ja so, dass wenn ich ein Baumeister bin, ein Forscher bin, ein Entdecker bin, dann bin ich begeistert, wenn ich Dinge planen kann und idealerweise auf meinem Schreibtisch oder Reißbrett 100% fertig mache, bevor ich rausgehe. So funktioniert die Welt ja heute gar nicht mehr. Wir müssen mit 30% Lösungen rausgehen, müssen zu Kunden gehen und testen. Aber was heißt eigentlich Future Skills? Future Skills sind Skills, die auf der einen Seite natürlich digitale, technologische, transformative Kompetenzen sind. Also zum Beispiel, wie gehe ich mit Robotics um, wie programmiere ich sowas wie Amber, wie gehe ich mit einer Smart Software um, etc. Aber es sind auch Kompetenzen, die haben überhaupt nichts mit digital zu tun. Es sind alte Schlüsselqualifikationen, übergeordnete Qualifikationen, die wir vergessen haben, die wir wieder reaktivieren und neu denken müssen. Zum Beispiel wie Führen. Was heißt denn agiles Führen heute? Agiles Führen heißt mehr Führen. Irgendjemand hat heute so schön gesagt, das heißt Führen im Dialog. Das ist eigentlich agiles Führen. Und nicht mehr top-down führen, logischerweise. Führen von hinten, führen von der Seite. Das alles bedeutet agiles Führen. Es bedeutet aber auch in der VUCA-Welt, sich zurechtzufinden. Dieses VUCA, 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 was so fast klingt wie so ein afrikanischer Kampfspruch, ist aber die Realität, in der wir leben. Die digitale Transformation, auch digitaler Tornado genannt, löst automatisch, wenn man den vollen Benefit ziehen will, neue Geschäftsmodelle aus.
aber nicht jetzt für einmal, sondern alle 3, 4, 5 Jahre. Da wirst du ja verrückt im Kopf. Alle 3, 4, 5 Jahre stellen wir unsere Geschäftsmodelle um. Und das sind Future Skills, die nichts mit Digitalisierung zu tun haben, sondern eigentlich mit Fähigkeiten, wie ich mich da zurechtfinde. Und by the way, was sind denn eigentlich wirklich Kompetenzen, digitale Kompetenzen? Digitale Kompetenzen haben eine schöne Sache. Sie haben alle einen gemeinsamen Startpunkt, nämlich das, was wir heute können. Sie haben aber absolut keinen definierten Endpunkt. Das ist eher wie so eine Reise, die immer weitergeht, weil Kompetenz heißt in dem Fall, ich eigne mir was an, wir alle eignen uns was an, um in dieser digitalen Transformationswelt uns wohl und sicher zu fühlen, in unserem privaten und Berufsumfeld, dass wir aktiv in unserer Arbeit diese Technologien einbauen können. Und wir wissen auch, warum wir es tun und wie wir es machen. Das Problem ist nur, dass solche Kompetenzen von jetzt auf gleich entwertet werden können. Ich oute mich, Jahrgang 1965, wenn ihr so wollt, Babyboomer, gerade noch die Kurve gekriegt. Hm? Wer von euch hat Steno gelernt mal? Gibt es irgendjemanden? Oh, Gott sei Dank bin ich nicht allein. Vergesst das, entwertet oder stenografiert ihr heute noch? Wer von euch kann denn Maschinen schreiben, so 10 Finger oder Eagles Hacking, 2 Finger? Super, in 5 bis 10 Jahren, vergesst es, braucht ihr gar nicht mehr. Entwertet von jetzt auf gleich. Wie lange habt ihr geübt, um das zu beherrschen? Nun, einige wahrscheinlich eine Woche, andere üben heute noch. Also eine digitale Kompetenz verschwindet auch von jetzt auf gleich. Das ist kein linearer Prozess, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Als ich Student war, war ich happy, wenn ich sowas konnte. Ein Billigregal zusammenbauen. Ich habe mir Kompetenzen angeeignet, ne, so als Single-Student, und dann war man natürlich nicht immer Single, aber so fängt es ja irgendwann mal an. Ne? Ich will jetzt nicht zu weit gehen hier, ist ja eine ganz andere Konferenz. Aber man versteht den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel, einem Sechskantschlüssel, einem Hammer, wie man mit dem Bohrer umgeht. Ab und zu muss man auch was in die Wand bohren können, einen Dübel setzen. Dann war IKEA so schlau, hat diesen Standard-Imbusschlüssel meistens beigelegt, dann ging es auch. Hm? Das war meine Kompetenz damals. Bei den digitalen Kompetenzen funktioniert es genauso gleich. Zuerst müssen wir das Alphabet verstehen, also das Werkzeug. Was ist denn der Unterschied, ganz banal gesagt, wie ich eine Suchmaschine nutze versus eines Social Media Systems, versus eines Messenger Textes? Wer von euch hat heute getwittert? Die Mehrzahl. Wer hat nicht getwittert? Gott sei Dank, noch immer ein paar. Ne? Super. Ne? Waren mindestens 50 Leute, wo die Hände hochgingen. Ne? Grob geschätzt, Szenarioanalyse. Aber wenn die digitale Kompetenz im Alphabet mal stimmt, dann kommt der nächste Schritt. Das nennt man Digital Fluency. Digital Fluency heißt, ich lerne jetzt wirklich, wie ich diese Kompetenzen anwende in meinem Doing, in meiner täglichen Arbeit. Wir haben bei den Leuten eine Digital Fluency Academy für uns gegründet. 260.000 Mitarbeiter, die werden dadurch gejagt. Ne? Sie werden motiviert mitzumachen, ne? Aber de facto werden sie durchgejagt. Und wir verdoppeln deren digitale Kompetenz innerhalb von einem Jahr. Ich sage jetzt nicht, wo die Basis war. Sie war aber nicht bei 5%. Sie war schon höher. Aber wir verdoppeln innerhalb von einem Jahr bei diesen Mitarbeitern digitale Kompetenz, wie Massive Open Online Courses, viele Learning Nuggets, die sie verwenden können, interessante Gamification-Elemente, alles, was zwischen 5, 2 oder 10 Minuten dauert, was sie wunderbar täglich machen können. Darum geht es eigentlich. Aber das andere, was bei digitalen Kompetenzen wichtig ist, sind 2 weitere Aspekte. Das lernt ihr alle heute schon. Digital Learning. Digital Learning heißt, wie kriege ich meinen Kopf herum, um diese verschiedenen digitalen Informationsquellen, die mir zur Verfügung stehen, um daraus für mich sinnvolles Wissen aufzubauen, das ich in meinem Job brauchen kann. Jeder von euch kann googeln, jeder von euch kann irgendwo hingehen, YouTube-Video angucken, jeder von euch kann TED-Talks hören, etc. Aber wie bringe ich das für mich effizient, so strukturiert zusammen, dass in dem Moment, wo ich es brauche, ich es abrufen kann? Das ist Digital Learning. Das ist die 3. Stufe der Kompetenz, wenn ihr wollt. Und die 4., die aber schon sehr früh beginnt, wenn ich Digital Fluency kapiert habe, ist die Moral, Digital Ethics wird das oft genannt. Aber nicht alles, was ich wirklich kann mit Digital Tools, soll ich auch tun. Und ihr kennt das ja vom autonomen Fahren, ihr kennt die Diskussionen, die dahinter stehen. All diese Dinge gehören hier zu digitalen Kompetenzen. Damit haben Unternehmen und wir HR, und da zähle ich mich ja als Human Capital Berater voll dazu, mehrere Probleme. Im Prinzip 3 große. Erstes Problem ist, wir müssen die sogenannten Digital Natives mehr rekrutieren und in Unternehmen reinbringen, ne, so Infusion. Es gibt DAX-Konzerne, die machen ganz verrückte Strategien, die schmeißen quasi die Ober 50-Jährigen raus und holen sich Junge rein in der Hoffnung, dass sie dadurch eine komplette neue DNA kriegen. Das ist ein sehr gewagtes Experiment, wir werden sicher in den nächsten Jahren in der Presse verfolgen, wie es ausgeht. Aber Digital Natives reinzubringen ist ein cooler Move,
aber nur, ehrlich gesagt, weil jemand ein Smartphone bedienen kann, eine App programmieren kann oder ein iPad wischen kann. Das kann auch für meine 3,5-jährige Tochter, die kann Amazon Prime aufrufen, ihre Videos abrufen ohne Probleme. Die kann sogar Smileys per Textnachrichten automatisch schicken. Sind das keine digitalen Könner, das sind digitale Kenner. Das ist noch nicht jemand, der Big Data Analyse kann, der eine Artificial Intelligence Software programmieren kann, der einen Roboter so steuern kann und. Das müssen die erst lernen. Was schätzt ihr denn, wie viele Leute es weltweit gibt, die genau diese Technologieexperten sind für diese Future Skills? Wer glaubt, es sind 2 Millionen weltweit? Niemand. Wer glaubt, es sind einer? Wie kommst du denn drauf? Das ist eine gute Zahl, 2 Millionen. Wer glaubt, es sind 20 Millionen weltweit? Machen wir gleich Faktor 10. Wir denken ja exponentiell. Wer glaubt, es sind 20 Millionen weltweit? Oh super, da hinten ein paar Mutige. Da oben war auch jemand. Wer glaubt, es sind deutlich mehr als 20 Millionen? Die Wahrheit liegt dazwischen. Es wird geschätzt, dass eine zweistellige Millionenanzahl, keiner weiß genau wie viel, von diesen Tech-Experten global existieren. Während wir hier sprechen, während Firmen wie Amazon, Apple, Google im Sinne ihrer Recruiting-Strategien diese Experten, die in Deutschland gerade sitzen, ansprechen, aber nicht nur die Experten in Deutschland sind, sondern international. Weil diese Experten müssen länderübergreifend, sprachübergreifend, kulturübergreifend rekrutiert werden, weil man befindet sie gar nicht mehr in einem Land. Wir wissen in Deutschland, dass die Leute, die diese Expertise haben, in den nächsten 5 bis 7 Jahren, da gehen die Studien ein bisschen noch auseinander, dass wir mindestens 800.000 Leute brauchen mit diesem Skillset, vielleicht sogar 2 Millionen. So, und das ist der Pool, mit dem wir fischen müssen. Die letzte Herausforderung für die HR-Abteilung ist, dass sie alle Mitarbeiter im Unternehmen, also nicht nur die Natives, sondern auch die, wie es so schön heißt, die Bestandsmitarbeiter, ne? Die, manche sagen auch Lehmschicht und alles mögliche, alle möglichen Wörter gibt es dafür, dass die diese nicht digitalen Fähigkeiten lernen, die ich vorhin skizziert habe. VUCA, ne? Solche Sachen lernen, wie arbeite ich in der VUCA-Welt, wie arbeite ich im virtuellen Team und so weiter. Das sind die Aspekte, die wichtig sind und Herausforderungen für HR. Und by the way, wenn wir von Skills sprechen, was glaubt ihr denn, wie viele Tage ein Mitarbeiter querbeet über alle Industrien in Deutschland durchschnittlich zum Training geht? Egal jetzt ob online oder physisch. Wie viele Tage, was glaubt ihr denn? Ja, wir sind bei 3 Tagen statistisch. Ne? 3 Tage. So 3 Tage, jetzt kann man sagen, wow, aber wir würden alle sagen, not awesome. So, jetzt wird es noch weniger awesome, nämlich 50% ungefähr der Inhalte, die in diesen glorreichen 3 Tagen vermittelt werden, haben mit Old Skills zu tun. Skills, die in 5 Jahren gar nicht mehr gebraucht werden. Die Halbwertszeit von Skills querbeet über alle Industrien ist heutzutage 4,5 Jahre. Die war vor 12 Jahren 10 Jahre fast. Ich traue mich fast vorherzusagen, dass in 5 Jahren die Halbwertszeit deutlich unter 3 Jahre fallen wird. In einigen IT-Bereichen, wir haben es ja heute schon gehört, ich weiß nicht, von der SAP oder IBM, von den Kollegen, teilweise 18 Monate oder weniger. So, und jetzt helft mir mal zu verstehen, wie wir in der Personalabteilung mit unseren klassischen Lernprozessen Skills aufbauen und nutzen wollen, die eine Halbwertszeit von 18 Monaten haben, wenn wir wahrscheinlich schon 12 Monate brauchen, so ein Trainingsprogramm über 1000 Mitarbeiter auszurollen, zu designen, zu konzipieren. Will not work. Wir brauchen also komplett andere Konzepte, wie wir das angehen. Jetzt haben natürlich alle Unternehmen Besserung versprochen und haben gesagt, wir verdoppeln unseren Aufwand an Trainingstagen. Es gibt große Umfragen, die gemacht wurden vom Stifterverband, McKinsey und Co. Wir verdoppeln unseren Trainingsaufwand. Ja, hallo Leute, dann sind wir bei 6 Tagen. Wer kann schnell rechnen? Das sind ungefähr 2% der Jahresarbeitszeit. Uah, gehen. Ne? Toll, wir trainieren unsere Leute auf Future Skills in 2% der Jahresarbeitszeit. Gott sei Dank gibt es so Unternehmen, die Working Out Loud machen. Die nehmen nämlich die Idee vom Working Out Loud und machen Learning Out Loud Formate. Und Learning Out Loud Formate funktionieren so, wie es ein DAX-Konzern macht. Der will noch nicht genannt werden, weil er im Experimentierstadium ist, aber der wird hoffentlich nächstes Jahr hier sprechen und mal erzählen. Der lässt die Mitarbeiter bis zu 20% ihrer Arbeitszeit frei entscheiden, in welchen Gruppen sie sich zusammenfinden wollen und über welche Themen sie sich wissensmäßig austauschen wollen. Learning Out Loud. Die sitzen dann dort zusammen. Und wir wissen mittlerweile, Learning Out Loud hat eine ganz andere Nachhaltigkeit, weil es ist fast wie so ein Peer-Lernen. Ich kann mich viel besser vernetzen mit Leuten. Ich habe einen Erfahrungsaustausch und ich bin in einem Schritttempo, das schneller ist als die neue Technologie mit ihrer Halbwertszeit. Und das ist genau das, was wir brauchen.
Aber das ist Learning Out Loud innerhalb des Unternehmens. Jetzt stellt euch mal vor, wie cool es wäre, wenn wir Learning Out Loud in den Plattformen machen würden, den Ökosystemen, wie es Katrin erwähnt hat. Dann haben die kleinen, mittleren Unternehmen plötzlich eine ganz andere Chance, Skills aufzubauen und schnell ajour zu halten, weil sie mit ihrer Ökosystemplattform agieren. Ab und zu vielleicht sind da Wettbewerber auch drin. So what? Die Skills braucht ihr trotzdem alle. Dann lieber ab und zu alle paar Jahre ein paar Leute gegenseitig abwärmen, als die Skills gar nicht zu entwickeln. Komplett neue Konzepte, die die Welt radikal verändern. Und by the way, für alle, die im Recruiting sind hier im Raum, Recruiting wird sich komplett verändern. Denn schon heute sehen wir an vielen Beispielen, dass die Leute, die so Future Skills haben, wie ich es vorhin skizziert habe, AI-Programmierung und so weiter, Schulabbrecher sind, Studiumsabbrecher sind, dummerweise gar keinen Abschluss haben. Wie doof ist das denn? Zickzack-Lebensläufe. Peinlich, der schafft es doch nie über die erste Schwelle bei HR. Der hat doch keinen tollen Lebenslauf, muss ich ja sehen, das ist doch keine rote Farbe. Aber das sind die Profile. Also wenn jetzt eine klassische Karriere gar nicht mehr ablesbar ist und ein Lebenslauf gar nicht mehr sinnvoll ist, den zu studieren, beziehungsweise ehrlich gesagt sich keiner mehr die Mühe macht, den nachhaltig zu gestalten, dann gibt es eine Möglichkeit vielleicht mit der Blockchain-Technologie zu gucken, wie ich jeden Qualifikationsnachweis, jedes Seminar, sogar die Konferenz, wo ihr wart, in eurer Blockchain hinterlegt habt und in Echtzeit für jede Personalabteilung sofort transparent abrufbar habt. Und fälschungssicher, weil die anderen sagen, stimmt nicht, der war ja nie dort. Oder ihr wisst sogar, ja, der war auf diesem tollen, coolen Agile-Training bei der Firma XY, aber der andere war 3 Jahre später, wo das Konzept abgeschmiert ist und der Kurs war nicht mehr so gut, auch wenn er gleich hieß. Total neue Möglichkeiten, die sich ergeben. Und ich bin total gespannt, was dann in den nächsten Jahren passieren wird. Und wir reden wirklich von ein paar Jahren, wir reden jetzt nicht von einem Jahrzehnt oder so. Darum geht es bei Future Skills. Also nicht managen, wie wir es bisher getan haben, sondern einfach gucken, dass wir nicht nur in digitalen Skills denken, sondern auch in überflachlichen Skills. Das war es zum Thema hier. Danke euch. Oh. Ihr wollt jetzt alle gehen, aber dummerweise geht in Alcatraz gerade das Gefängnis zu. Wenn ihr Bock habt, können wir 5 Minuten noch was in der Gruppe machen und dann machen wir Schluss. Habt ihr Lust? 5 Minuten noch Zeit? Ja? Ich weiß, das Bier wird warm und der Wein, aber vielleicht schaffen wir das. Ihr werdet jetzt nach einer von uns vorher mit Artificial Intelligence ausprogrammierten Methode in Gruppen eingeteilt. Wenn ihr unter eurem Sitz guckt, findet ihr eine 3-stellige Zahl und eine... Nee, Quatsch. Glaubt ihr, wir machen das wirklich? So viel Zeit haben wir ja gar nicht. Hm? Und wenn, würden wir eine Rechnung stellen dafür? Hm? Nee, ist ganz einfach. Ihr seid eine Gruppe. Das ist ganz einfach. Ne? Ihr seid eine Gruppe und jeder, der nicht in diese beiden Gruppen will, ist die dritte Gruppe. Zum Beispiel ihr da oben, ihr seid die dritte Gruppe. Okay? Und die Aufgabe, die ihr habt, ist wirklich sehr einfach. Ich gehe mal eins weiter. Könnt ihr diesen Satz für euch beenden in der Gruppe? Diskutiert 5 Minuten, wie ihr diesen Satz beenden würdet. Wir haben euch ein paar Beispiele gegeben. Jetzt diskutiert mal kurz in eurer Gruppe für 5 Minuten, was macht für euch the future of work wirklich awesome? Und jetzt kommt der Witz. Die beste Idee von euch dreien wird im Gesamtpublikum gutiert, votiert. Ich erkläre dann gleich, wie der Prozess funktioniert. Wenn ich das zu früh sage, dann macht er vielleicht nicht mit. Und der Lars hat gesagt, dieses Thema ist nächstes Jahr fix auf der Agenda von der Work Awesome Konferenz 2019. Okay? 5 Minuten Zeit. Seid so gut, dass ihr einen Sprecher auswählt, der dann kurz hierher kommt, ein Mikro vor die Nase kriegt und diesen Satz sagt. Alright? Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 da oben. Die wollten wirklich unter den Stühlen nachgucken.
Danke. So, ihr habt noch 2 Minuten Zeit. Also sucht eine Person aus, die dann hochkommt und natürlich den Satz sagt. Ne? Okay, der Countdown läuft. Denkt dran, eine 30%-Lösung ist good enough to start. Hm? Seid ihr 2 Teams um oder seid ihr 1 Team? Oder kein Team? 2 Teams. Kommt je einer runter mit seinem Halbsatz quasi? Okay, ihr seid auch schon fast soweit, ne? Wie ist denn bei euch? Guck mal, das ist ein Beispiel für Prototyping, ne? Prototyping a message. Demokratie? So. Also Leute, der Countdown läuft. 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Wenn von jedem Team einer hochkommt, kann je einer von euch runterkommen? Ich schon da? Sehr gut, danke. Wer ist denn von euch? Wer sagt es von euch? Bleibst du hier? Oder? Ich darf. Super. Wer ist von dem Team da oben? Du? Kommst du bitte? Hi, komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Hallo Daniel, komm hoch. Komm Rico. Du bist auch von dem Team oben? Wer ist denn von euch? Wer ist denn von euch da oben? Du bist von dem Team oder von dem? Genau. Habt ihr auch jemand da oben? Kommt gerade. Super. Einfach abseilen. Und wer ist von euch? Leute, es ist gut genug, wie ihr es jetzt habt. Kommt einfach einer. Komm hoch. Hi, grüß dich, Laura. Hi, grüß dich. Grüß dich. Das ist eindeutig die dynamischste Gruppe hier, ne, in der Diskussion. Kommt bitte. Schickt einen von euch hoch, bitte. Schickt einen von euch hoch, bitte. Wer kommt denn?
Also wenn ihr mitmachen wollt, schickt einen hoch bitte, weil sonst machen wir mit den dreien weiter. Du kommst? Dann komm, super. Das ist schon mal Work Awesome. Hm? Ja, Frauenquote, ne? Wir haben schon mal eine Frauenquote hier. Hm? Ich bin die Männerquote. Ja, hallo. Hallo. Freut mich sehr, Laura. Hm? Komm hoch, Fabian. Ist schon mal Work Awesome in der Realität. Ne? Man formt drei Gruppen und vier entstehen. Also, wir gehen der Reihe nach durch. Lass, vielleicht magst du kurz hochkommen. Ich erkläre euch kurz, was jetzt passiert. Mach mal Lean und hochhalten und wir stoppen wieder. So, also. Jeder von euch, wenn ich euch das Mikro hinhalte, sagt einfach den gesamten Satz auf Deutsch oder Englisch, wie du willst, ist egal, ne? Vollkommen egal. Und ihr votet dann. Aber deine Gruppe, das war jetzt die Gruppe hier, ihr dürft nicht voten. Damit wir wissen, dass ihr nicht votet, müsst ihr euch leider die Hand vom Mund halten. Ja? Und ihr alle anderen sagt in der Lautstärke, wie ihr glaubt, dass euch der Vorschlag gefällt, awesome! Ja? Nichts mehr müsst ihr tun. Okay? Und so gehen wir Reihe für Reihe durch und ich stelle jetzt euch Lars in einer anderen Rolle vor, weil die wenigsten wissen, dass Lars einer der wenigen menschlichen Dezibelometers ist. Also Lars hat sehr fein trainierte, teilweise mit kybernetischen Organismen hinterlegte Ohren und kann ganz fein die Lautstärkenunterschiede bei Awesome-Rufen heraushören. Er kann es nur bei dem Wort, ne? Aber das kann er perfekt. Ne? Und Lars entscheidet dann quasi, wer der Sieger war. Und der Sieger landet auf der Agenda mit dem Thema nächstes Jahr. Oder die Siegerin, die Frauenquote natürlich. Ne? Da oben ist eine Frage. Da oben ist eine Frage. Gibt es eine Prozessfrage? Wir gehen alle durch und wenn wir Unsicherheiten haben, müssen wir bei ein, zwei vielleicht ein zweites Stechen machen. Ne? Ja? Aber Lars hat echt gute Ohren, ne? Keine Sorge. Ich glaube, die Frage war, hören wir erst alle Vorschläge, bevor die voten? Ah, sorry. Ja klar, ihr kriegt, sorry, danke. Ihr hört einmal die Sätze und dann frage ich euch Schritt für Schritt. Danke für die Frage. Ne? Also, sag mal deinen Satz. Also, wir haben uns dafür entschieden, the future of work will be awesome if we put people first. Okay, danke schön. Jetzt dürft ihr noch. Nachher müsst ihr Hand vom Mund, ne? So. The future of work will be awesome if we lose the me and think about the we in awesome. Die Zukunft der Arbeit wird awesome, wenn wir Working Out Loud als Grundprinzip in Unternehmen anwenden und Leadership-Leute Zeit dafür einräumen, das auch leben zu können. Ja, wir haben uns überlegt, the future of work will be awesome if we are passionate about tomorrow. Team, Hand vom Mund. Wir gucken genau, es laufen Kameras mit, ihr seht das ja hier, das ist am Livestream. Ne? The future of work will be awesome if we are passionate about tomorrow. Ja. 42,5 Dezibel, ja, genau. Oder du hast, weißt das besser. Ne? Ja. 42,7. Ja, 0,7, ach, der hat feine Ohren. Ne? So, Laura. The future of work will be awesome if working out loud is a principle that we all live together. Ja. Das war ein bisschen schwächer. Auch für meine untrainierten Ohren. Ne? Mal sehen. Das war in den 30ern. Okay. Ja. The future of work will be awesome if we lose the me and think about the we. Oh. Wow. Da brauchst du einen Hörtest hier. So, jetzt aber, Philippe. The future of work will be awesome if we put people first. Awesome. Oh, ich glaube, wir brauchen ein Stechen zwischen Stechen. 1 und 2. Fabian und? Nee, Entschuldigung, ich glaube, zwischen euch beiden machen wir ein Stechen. Daniel und Philippe? 1 und 2, ja, oder? Also, ich hätte jetzt auch gesagt. Ah, ich hätte gesagt, Fabian und Daniel müssen wir noch mal hören. Was meint ihr? Nee. Oh. Also, okay. Jetzt aber wir machen jetzt volle Konzentration. Also, wir machen jetzt noch einmal ein Stechen mit den dreien. Okay, also. Dann ist gut. Laura, du kannst nicht mitstechen, aber bleib bitte hier, bleib hier. Wir machen noch ein Dreierstechen, ganz gut. Und dann entscheidet sich Lars. Hm? Los geht's jetzt. Hört mal mit. The future of work will be awesome if we are passionate about tomorrow.
Ja, da gab es ein Echo. Ne? Ja. Nochmal Daniel. The future of work will be awesome if we lose the me and think about the we. Awesome! Jesus Christ. Wow. Okay. Also ich finde auch, das war schon sehr deutlich. Aber ich mache es trotzdem. The future of work will be awesome if we put people first. Awesome! Lars, du musst entscheiden. Wir haben einen Gewinner. Hier. Komm her. Gratulation. Toll gemacht. Hier. Und das Thema landet auf der nächsten Agenda. Genau. Ja? Vielen, 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 vielen Dank. Ja. Großen Applaus einmal an euch alle. Das brauchen wir gar nicht mehr. Ja.